Hallo, herzlich willkommen zurück hier auf der Schwarzen Pumpe. Und ihr seht, wir haben die Überlegung von letztens in die Tat umgesetzt und wir haben uns die Graz-Zugmaschine geholt. Weil sie, denke ich, besser ist als der W50. Nichts gegen den W50, das ist richtig geil. Aber der ist halt ein bisschen schwach auf der Brust und die Zugmaschine hier, die. Man sieht ja jetzt schon, ne, ich bin jetzt gleich bei 70, 80 ist Maximum, so haben wir erreicht. Also der zieht schon gut. Und da wir ja mit dem Wassertank über die ganze Karte fahren, weil Wasser verteilen, Gülle verteilen, Diesel hin und her fahren, hat man ja schon in der letzten Folge uns überlegt, den vielleicht zu holen und wir haben es getan. 70.000 hat er gekostet, haben wir ja da, ist ja nicht das Problem. Und ich denke mal, jetzt geht es schneller, weil größere Maschinen gab es damals nicht, können wir auch nicht. Wenn wir so ein bisschen realistisch bleiben wollen, ne? Ich kann ja jetzt hier nicht mit einem dicken John Deere über die Wiesen fahren. So. Also müssen wir da halt eben beim Transport ein bisschen schneller werden. So, guck mal rein, ich habe auch schon ein bisschen so das ein oder andere gefahren. Ne, wir haben jetzt Wasserfirma ja gerade auf. Diesel, ne, und 140 Liter Brennstoff und wir haben sogar schon 6000 Liter Kalk, also spitze. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Wasser hier hin und her. Dass wir dann erstmal Ruhe haben, dann nochmal einmal Brennstoff, dann haben wir 140, 180, ja 180, 190, also an die 200.000 Liter. Ich denke, das würde fürs erste Mal reichen. Na, dann tauschen wir noch den ein oder anderen aus. Was haben wir denn, ne? Gemietete Fahrer, die Krimme, die tun wir uns mal jetzt wegdenken, weil hatte ich ja schon in der vorhergehenden Folge mal gesagt, die hatte ich gemietet, da gab's, hatte ich den Kartoffelzieher noch nicht gefunden, da ist noch Zeug drin, das will ich noch leer machen und dann ist die auch wieder verschwunden, aber hier, ihr seht, ne, das ist gemietet und da arbeiten wir dran, den auszutauschen. Weil wir dann unsere eigenen haben. Dieses Chemiewerk, also wenn einer mal eine Ahnung hat, kann mir gerne sagen, weil ist das nur ein Lager oder so? Ich habe jetzt auch schon überall mal geguckt, huch. Naja, ich bin halt schneller als vorher, ne? Da muss ich mich dann gewinnen. Also ich habe schon mal geguckt oder so, aber ich habe in keinem, der da mal mit drauf eingegangen ist. Ich dachte Anfang, da kann man Herbizid herstellen, aber ich habe jetzt herausgefunden, Herbizid kannst du dir nur aus dem Westen schicken lassen, wenn ich das mal so sage. Indem du Klamotten zum Güterbahnhof und so bringst. Ah ja, naja. So. So, jetzt holen wir uns die letzte Fuhre hier noch hoch. Ja, schon mal was vorbereitet. Also, Stroh haben wir ja mehr als genug, also können wir da auch schön ordentlich verfeuern. Aber da haben wir auch schon, ne? Wir hatten knapp 1,5 Millionen, jetzt haben wir schon 300.000 wieder verdonnert, ne? Ist halt eben in dem Sinne nicht viel.
Aber ohne den hätten wir gar nichts, weil da müsste man noch extra Bäume verhackschnitzeln. Und so können wir das Stroh nutzen und nutzen das Hackschnitzel als Nebenprodukt von Sägewerk und Palettenfabrik. So, hier links. Wir müssen echt mal die Kiste waschen hier, ey. Die scheinen dann immer Dreck schon. Mit der untergehenden Sonne ist das ja grauenvoll. Ist ja wie wenn ich mit meinem Auto mal unterwegs bin und dreckige Scheiben habe. Das ist genauso gruselig. So. So, abkuppeln. Jetzt. So. Hier müssen wir halt immer aufpassen, da der ja nur nach hinten abkippen kann, dass er nirgendwo anstößt. Das ist im Lager bei Zuckerrüben. Das nimmt man ja doch schon gerne, weil da passen ja 10.000 Liter mehr rein. Ich will aber nicht die W50 Kombi ganz oft geben, weil ich finde, die gehört einfach hier mit dazu. Wenn dann 10.000 Liter weniger sind, aber damals war es ja in dem Sinne so, man hatte ja Zeit. Ist ja nicht so wie heute, wo man nur den Stress und Hektik und immer schnell schnell und am besten gestern. Es war halt eine Planwirtschaft. So. Ich denke mal, den stellen wir erstmal an die Seite und dann können wir noch die ein oder zwei Fuhren mal gleich mal nach. Ich stelle erstmal hier ab. So, wo ist er denn? Hier steht er. Zumindest ist er voll. Aber ihr seht schon, das geht schon viel schneller hier. Ja gut, dass überall solche Nutzwasseranschlüsse sind. Am Anfang bin ich ja, wo ich das noch nie gesehen hatte, bin ich ja wirklich jedes Mal zum Hof runtergefahren. Selbst dann, wo ich hier für das Zuckerfabrik das Wasser, bin ich dann mal gesehen habe, warte mal, da ist doch auch sowas. Naja. Man ist jung, naiv.
Das kennt ihr ja. So. So, wo haben wir? Ich glaube den Verkaufs, das da steht an der Kaufhalle, glaube ich, noch rum. Ich denke mal, das reicht jetzt hier an Wasser. Fürs Erste. So, Krumme. So. Roundabout 30.000. Ja, ihr seht, 8.000 Liter haben wir schon. Sehr schön. So, Kaufhalle war hier hinten. Da steht er ja. Weil ich habe mir überlegt, wir fahren nochmal an die Brauerei und verkaufen unser erstes Bier. Mal schauen, mal gucken. Weil wenn wir noch nicht alles voll haben, ist es eigentlich noch Blödsinn. Aber wir können den trotzdem erstmal mitnehmen, ja. Hey, sollten schon warten, bis das alles voll ist. Wir gucken einfach mal. Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Das ist ja alles nicht das Problem. Wenn die Bierpreise jetzt noch nicht ganz so gut sind oder so, wäre ja auch doof. Wir fahren dann erstmal zur Brauerei, gucken dann mal rein, was ist da, wie sind die Preise, weil da habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch gar nicht geguckt. Also beim Zucker wusste ich, ist gut, und Kartoffeln haben wir ja auch lange die Produkte nicht verkauft, das war auch gut. Aber wir wollen ja jetzt nicht unter Wert alles verkaufen, also auf Teufel komm raus, verscheuern. Nee. Wir haben ja genügend Cola. Das ist hier abgeerntet, ne? Ja. Schade, schade. War halt im Maisbau, sonst hätten wir das gekauft und hätten wechseln können. Das ist so wie wir das glücklicherweise bei der 5 gemacht haben. Da war ja auch Gerste drauf und die konnten wir uns gleich mit einverleiben. Mal gucken, was als nächstes kommt. Dann müssen ja jetzt nicht sofort alles. Kriegt man ja eh nicht mehr bearbeitet. Ah. Zeitlich wird sich nicht ausgehen, egal. Dann nehmen wir das nächste Folge. Läuft uns ja nicht weg. So, ich stelle mal jetzt hier hin. Komm, mach auf. Können wir ja nochmal das Ding zum Wasser reinfahren. So. So. Ach, 9 Paletten, das ist echt noch zu wenig. So, dann fahren wir schnell. Nee, dich. Ich einfach nochmal zurück. Ist halt der Nachteil dadurch, dass er jetzt die Schnauze vorne hat, ne, da geht halt immer ein bisschen Platz weg. Bier verkaufen wir beim nächsten Mal. Da habe ich dann schon gleich den nächsten Aufreißer. Wir verkaufen unser erstes Bier oder so. Ist doch auch schön. Man freut sich ja immer, wenn eine Produktion mehr, also ich freue mich zumindest immer, wenn jetzt eine Produktion mehr in Betrieb geht, die man dann auch aufrechterhalten kann, weil was bringt es mir, 100 Produktionen zu haben, wenn man eine oder zwei permanent am Laufen lassen kann. Ich würde gerne die, wie heißt sie, die Wodka-Produktion, also die Schnapsproduktion mit, aber im Moment kann ich den Bedarf für Zuckerrüben und Getreide nicht decken, oder hier Mehl, ne? Da brauchen wir ja auch bloß Getreide, kann ich im Moment nicht decken, aber es kommt, nach und nach wird das kommen, da
sage, habe ich absolut keine Bedenken. So. Wir müssen auch Raps mit anbauen, weil wir brauchen ja Raps für die Dieselproduktion hier, ne? Weil durch den Kalk brauchen wir jetzt Diesel. So, ne, hier, da misst es alle. Kühe. So viel Mist haben wir nicht. 3800 ist nicht viel. Wir könnten vielleicht dann noch ein paar Kühe uns besorgen, aber hätte, wäre, wenn, wir könnten. Machen wir alles beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.